willkommen bei Schwenk und Säckelke. Und ich bin schon sehr gespannt, was mich erwarten wird jetzt bei den Klarinettenbauern. Schwenk und Säckelke heißt jetzt seit einem Jahr Säckelke Klarinetten GmbH und Co. KG. Das fasst ein bisschen zusammen, was wir 25 Jahre davor angefangen haben. Damals waren wir noch zu viert, inzwischen sind wir 15 Leute, bauen in handwerklicher Einzelfertigung Klarinetten in allen Größen und nicht nur moderne Instrumente in verschiedener Griffweise, sondern auch Nachbauten historisch bedeutsamer Klarinetten. Heute darf ich mir hier bei Schwenk und Säckelke mal anschauen, was der Job einer Holzblasinstrumentenmacherin ist. Dazu führt mich Sophia ein bisschen durch die Klarinettenmanufaktur und zeigt mir, wie aus einem einfachen Stück Holz eine richtige Klarinette wird. Sophia ist übrigens gelernte Holzblasinstrumentenmacherin und arbeitet bereits seit 5 Jahren, nämlich seit ihrer Ausbildung hier im Unternehmen. Los geht's im Holzlager, wo in-house das ganze Holz für den Klarinettenbau gelagert wird. Oh. Genau, ein bisschen schwerer als das Holz, aus dem man Sofas baut sozusagen. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie aus diesem Stück Holz eine Klarinette wird. Weiter geht's auf der Klarinettenbaureise. Als nächstes wird das eckige Holz abgedreht und rund geschliffen. Jetzt erkennt man schon mal, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Im weiteren Schritt werden die Tonlöcher markiert und gebohrt. Hier muss man echt super genau und mega konzentriert arbeiten, da die genaue Positionierung der Löcher und der Öffnungswinkel der Klappen absolut entscheidend ist. Ein gewisser Hang zum Perfektionismus und dem kleinteiligen Arbeiten ist also nicht verkehrt. Wir wollen die Jungs nicht weiter stören und wandern weiter zu den Werkbänken, wo Sophia und ihre Kolleginnen in die gebohrten Klarinetten kleine Kügelchen in verschiedenen Größen in die gebohrten Löcher drehen. Da werden später die Klappen dran befestigt. Auch ich darf mich an dieser filigranen Arbeit mal probieren und finde, ich mache mich eigentlich ganz gut. Anschließend werden die einzelnen Klappenteile zusammengelötet. Erst danach werden die Klappen dann auf dem Instrument befestigt und schon sieht das Ganze aus wie eine richtige Klarinette. An sich ist der Gedanke bei uns, dass jeder alles so ein bisschen machen kann und man nicht wirklich spezielle Arbeitsbereiche hat. Dementsprechend bin ich viel am Einbohren, Holz einbohren, Tonlöcher einbohren oder Säulchen einschrauben oder betreue unsere Säckelkeleien, unser neues Modell. Also hier dran sieht man jetzt, dass die Handgröße nichts darüber aussagt, ob man den Job machen kann oder nicht. Auch erfahre ich von Sophia, was ihr in ihrem Job eigentlich am allermeisten gefällt. Mir gefällt einerseits die Vielfältigkeit, aber auch, dass man eben sieht, was man getan hat am Ende des Tages. Wenn ich mich jetzt an meine Werkbank setze und den ganzen Tag was gearbeitet habe, dann sehe ich, okay, das habe ich geschafft heute. Für diejenigen von euch, die schon jetzt leidenschaftlich gerne mit Holzblasinstrumenten hantieren, gerne kreativ arbeiten und mit den Händen etwas Hochwertiges herstellen möchten, für die ist dieser Job ganz klar, wie auch für Sophia, ein Traumjob.